kann ganz viele Bolzen herstellen, theoretisch. Will ich das? Ich glaube nicht. Falscher Handwerker, ja, kein Rüstungsdingens, das ist klar. Bis da. Ah, die Katzenarme, naja, gut. Also, ich könnte sie behalten. Weil sie auf jeden Fall besser ist und weil es eh keine vernünftigen Armbrüste für meine Hexerrüstung gibt, die ich später tragen will. Machen wir mal schnell hier weiter. So, hier bitte. Bitte, bitte. So. Trank der den. Ach, ich habe mir den sogar schon mal gekauft. Könnte man sehen. Das mache ich aber nicht jetzt. Ja, die Insignie muss ich noch weghauen. Den Schlüssel muss ich einfach nur noch benutzen, denke ich mal. Hier. Zerlegen. Zerlegen wir noch so viel wie möglich. Den Schlüssel nicht. Beim Schlüssel sind wir mal vorsichtig, denke ich mal. Ja, wie gesagt, die GTX 79 und da haben sie ja dann alle rumgeheult. Nur 3,5 GB virtuellen Arbeitsspeicher anstatt 4. Was sie aber vergessen, vielleicht bin ich auch, sehe ich das auch falsch, glaube ich aber nicht. Nvidia hat dadurch halt die Chance geschaffen. Das Ding ist nämlich, es gibt immer eine Mittelklasse, eine Oberklasse und eine Unterklasse Grafikkarte. Punkt. Die Unterklasse ist immer die 50er, also GTX 950 in diesem Fall zum Beispiel. Die Mittelklasse ist. Ich soll vielleicht mal. Warte mal. Das machen wir mal schnell. Wobei drauf geschissen. Die Mittelklasse ist immer die. Eigentlich die 70er. Und die 60er mehr oder weniger auch. Also da kann man sich halt so streiten. Und die 80er ist immer die Oberklasse und die 90er ist immer das Enthusiast-Modell, weil die immer eine Grafikkarte mit zwei GPU-Chips ist. Und dann gibt es ja natürlich noch die Titan. Und gibt es noch andere, die so hießen? Ne, die heißen immer Titan. Der Titan X, Titan Z und die normale Titan. Lofoten war da, ne? Ja. Die lange Suche nach und Nvidia hat damit den Punkt geschaffen, dass man mit der, also wieder 950 Unterklasse, 69 Mittelklasse, 970 hat aber diesmal quasi so den Übergang zwischen Mittel- und Oberklasse gefunden. Die 80er ist die Oberklasse, 90er gibt es nicht, das wäre dann theoretisch die das Enthusiast-Modell, die Titan ist sowieso das Ich-hab-zu-viel-Geld-Modell quasi. Und sie haben es so gemacht, dass halt die GTX 970, kaum rede ich über Grafikkarten, ist, gehen meine FPS in den Keller. Was ist denn hier los? Ich habe dich gerade noch gelobt, du Ding da unten drin. Vielleicht wird sie auch gerade einfach zu warm. Aber eigentlich wird die nicht warm. Also sie wird schon warm, aber sie überhitzt nicht oder sonst irgendwas. Dazu komme ich aber gleich. Wie gesagt, die von GameWatt, die Technik, die da eigentlich, also das ringsherum, war echt schrecklich. Ja, und das Ding ist ja, sie haben sich dann aufgeregt wegen den 3,5 GB wird Video, VRAM, das schon, ja, VRAM. 4 sind drin, aber 3,5 sind nur gut nutzbar, denn sobald man auf die letzten 0,5 zugreift, kriegt man FPS-Einbrüche. Wenn man jetzt aber so schlau ist und sich überlegt, okay, dann sehe ich diese Grafikkarte einfach nur als, als eine Grafikkarte mit 3,5 GB. Und belege die letzten 0,5 gar nicht. Und man muss nicht mal eine Ahnung haben oder das irgendwie auslesen, sondern merkt einfach, okay, ey, ich krieg hin und wieder richtige Lag-Spikes. Das, was ich jetzt hier habe, übrigens, das ist, hat nichts damit zu tun. Dann, ich habe auch keine Lag-Spikes. Also bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es im Video aussieht. Ich bin immer noch über 40, aber ich hatte ja die ganze Zeit 60, wie bereits gesagt. Komm jetzt. Ich guck mich mal hier so ein bisschen um. Wo war ich gerade? Ja, und deswegen, also ich habe bis jetzt noch keine guten Argumente oder keine guten Stories gehört, warum man da so drauf rumhaten muss. Ach, ich bin hier falsch.
Kann man das aufmachen? Staudamm. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee. Ich sag zu oft M, weil ich immer mitten im Satz aufhöre zu denken und meinen Faden verliere. Der Punkt ist, ich habe wie gesagt noch keine guten Stories gehört und ich hatte die Grafikkarte auch an meinem Geburtstag ausgepackt und mein Bruder hat gesagt, hey komm, ich baue dir die ein, dann hat er die eingebaut, während wir hier saßen und gezockt haben. Wii oder so. Und als er dann fertig war, habe ich irgendein Spiel angemacht und alle dann, guck mal, wie scheiße das läuft. So, lass mich mal machen. Da habe ich halt ein bisschen rumgepopelt, hatte aber halt keine Zeit, weil mein Geburtstag war. Und am nächsten Tag habe ich mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe dann geguckt, wie das sich zeigt mit diesen 3,5 GB. Dann habe ich geguckt, in Call of Duty Advanced Warfare und in diesem Batman Arkham Asylum, Arkham Knight heißt das neueste. Da wird einem sogar angezeigt, wie viel VRAM durch die Grafikeinstellung jeweils belegt werden. Und da habe ich geguckt, okay, wenn ich die und die Einstellungen alle hochmache und dann nur eine Einstellung runter mache, bin ich genau bei 3,5 und man kann ja irgendwie 3512 oder so haben, das ist ja immer so eine ungerade Zahl. Habe ich geguckt, okay, ich bin auf jeden Fall ein paar MB drunter, aber dicke, also es reicht locker. Sei gegrüßt, und ab da lief es bombastisch und es sah super aus. Würde mir gerne deine Schwert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das, was am meisten Leistung bzw. am meisten VRAM frisst, ist ganz simpel und einfach gesagt Texturen. Und Texturen an sich, also ich sag mal so, wenn ich jetzt hier bei The Witcher die Texturen ein bisschen runterstellen würde, dann würde Geralt vielleicht mit einem beschissen aussehen, aber so Graseffekte und so, was eigentlich sonst grafikhungrig ist, was man sonst als erstes runterstellt, damit hat diese Grafik halt überhaupt keine Probleme und die kosten auch nicht viel VRAM. Also zumindest in den Spielen, die ich spiele. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, aber so von diesen intern eingebauten Funktionen habe ich bisher da noch nichts von gemerkt und auch noch nie Probleme gehabt. Ich habe bisher immer dann irgendwie die Texturen um ein oder zwei Stufen runtergestellt, eigentlich immer nur eine. Wenn ich ehrlich bin, nur eine. Und das auch nur bei Advanced Warfare nicht mal. Und dann kann ich zum Beispiel anders, eine andere richtig grafikhungrige Sache ist Anti-Aliasing. Anti-Aliasing sorgt dafür, oh, da war doch gerade irgendwas. Achso, ist wieder dieses Moos. Für euch zur Erklärung, Anti-Aliasing sorgt dafür, wenn man, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in Paint ein Bild malt und eine Diagonale malt, dann habt ihr so Treppchen. Das ist Treppchenbildung, das ist Aliasing, heißt das, glaube ich. Und Anti-Aliasing logischerweise sorgt dafür, dass das verhindert wird, beziehungsweise geglättet wird. Und sowas macht man in Spielen dann, damit man halt... Moment, was ist das denn? Prientraube, klingt lecker. Ist wahrscheinlich hochgiftig, aber es klingt lecker. Und sowas macht man halt an, damit man so Treppcheneffekte, ich weiß nicht, sieht man hier irgendwo irgendein Treppcheneffekt? Bei Plötzes Haar nicht, bei Geralts Sachen nicht. Wo man es vielleicht manchmal sieht, warte mal. Also ich gucke jetzt hier auf mein Bildschirm, ich weiß nicht, wie es im Endeffekt bei YouTube ist. Nicht mal bei den Schwertern sieht man das. Manche, da müsst ihr drauf achten, wenn ihr irgendwo Lichteffekte also zum oder halt Reflektion habt, also ein Schwert aus Metall. Und die Sonne scheint da drauf, dann sieht es so aus, als wäre da so eine Aura drum, also als würde das Licht nicht reflektiert werden, sondern eine Aura. Und diese Aura hat meistens diese Treppcheneffekte. Und das wird durch Anti-Aliasing verhindert oder verringert, wie auch immer. Aber eine Stufe darüber, gibt es da noch irgendwas, ist hier, ach da oben. Ich habe gerade gar nicht mehr dran gedacht, dass ich die Feuerdinger habe, habe mich gerade erstmal schön selber angezündet. Ist das ein anderes farbiger Harpien, kann das sein? Eine Stufe darüber gibt es dann halt noch Super Sampling. Das sorgt eigentlich dafür, dass ihr nativ mit eurer normalen Aufschriftlösung, also ich zum Beispiel in Full HD spiele, das Spiel aber in einer wesentlich höheren Auflösung, also ich erkläre es jetzt komplett zweckdienlich, also jetzt bitte nicht don't quote me on that, also das ist jetzt keine fachliche Abhandlung, die ich jetzt hier führe. Ach, du hängst im... Na, das ist ja jetzt richtig uncool. Warte mal, ich sehe deine Flügel. Ha! Hat geklappt.
Ja. Sonst hätte ich die ja hier gar nicht fertig machen können, die Siedlung. Also befreien können. Ja, und bei Supersampling ist es dann so, dass euer Kram in einer höheren Auflösung gerendert wird. Also ich glaube, es gibt bis zu 200% oder bis zu 400% Supersampling, sprich in einer 400% höheren Auflösung. Also ihr müsst ja vorstellen, na, eigentlich ist ja 4K ja nur viermal so groß wie Full HD, aber ich glaube, das sind diese... Ja klar, ist ja 400% ist viermal so groß wie... Genau, also wenn ihr 200% Supersampling anhabt, dann verhält sich das so, als würdet ihr... Also das Spiel wird in 4K gerendert und dann für euch einfach nur innerhalb kürzester... Also innerhalb, ohne Probleme runtergestaucht auf Full HD. Und deswegen sieht es besser aus. Hat The Witcher, glaube ich, gar nicht, aber zum Beispiel Arma 3 hat das. Arma 3, ein Spiel, was sehr, sehr viele Ressourcen frisst. Und dieses Spiel läuft bei mir super gut, auch im Multiplayer. Mit 200% Supersampling und allem Kram auf Ultra, was meine vorherige Grafik hat nicht mal annähernd geschafft. Und dieses Update kommt ja jetzt wahrscheinlich auch noch für DayZ. Also werde ich DayZ wahrscheinlich bald mit den neuesten DirectX, also 11 oder 12 dann, richtig gut spielen lassen können. Und das Gute ist ja auch noch, die GTX 970 ist die Einsteiger-Grafikkarte von Nvidia zumindest für VR. Was ich natürlich mir jetzt erstmal noch nicht kaufen werde. VR wird wahrscheinlich mit meiner nächsten Grafikkarte dann in Angriff genommen. Wenn überhaupt mit meiner nächsten. Also ich werde auf jeden Fall definitiv noch eine ganze Weile warten mit VR. Muss ich kurz überlegen. Aber theoretisch halt, eine 970 ist zukunftssicher, um VR zumindest auszuprobieren, um es testen zu können. Natürlich ist es besser, sich, wenn man eh keine Grafikkarte gerade wirklich so nötig hat, wenn ihr noch eine gute GTX 750 Ti zum Beispiel habt, mit 4 GB RAM am besten, also VRAM am besten noch, dann müsst ihr euch nicht eine GTX 970 kaufen, wenn ihr eh noch mit VR warten wollt, so wie ich. Aber die GTX 970 war halt für mich an sich eh ein guter Deal, finde ich. Backup. Deswegen bin ich nicht traurig, sie jetzt zu besitzen. Ganz im Gegenteil, ich liebe diese Grafikkarte. Ich könnte sie knutschen, wenn sie nicht so warm wäre. Und ich mir dann die Lippen verbrennen würde. Und wenn sie nicht so staubig wäre. Den habe ich irgendwie krass gestaggert, also. Und der hat schon wieder nichts gedroppt. Komm schon. Ja, und deswegen, also die ganzen sonst grafikhungrigen Sachen schafft die GTX 970 dadurch, dass Nvidia so nett war, euch nur auf Kosten von einem halben Gigabyte Arbeitsspeicher, den man locker umgehen kann, wenn man ein bisschen, man muss ja nicht eine Ahnung von der Materie, wenn man ein bisschen, nicht mal viel Zeit, sagen wir eine halbe Stunde für völlige Vollidioten, ich habe 5 Minuten gebraucht und bin ein völliger Vollidiot, ein absoluter Vollidiot ist, glaube ich, das bessere Wort. Und das hat super funktioniert. Ich muss nur gucken, wo ich abbiegen muss. Und ich weiß von jetzt bis in alle Ewigkeit, was ich mit meiner Grafikkarte zu tun und zu lassen habe und was nicht. Und kann damit wahrscheinlich noch die nächsten, ja, ich weiß nicht, Spielegeneration sagen wir jetzt, aber sagen wir mal, die nächsten 10 Jahre locker Spiele gut spielen, auch auf Full HD und auf Ultra. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, es gibt immer extrem grafikhungrige Spiele, zum Beispiel The Witcher 3 war jetzt 2015, wir haben ja 2016 mittlerweile, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, das Maß aller Dinge, was so Grafik angeht, und ich habe nur, in Anführungsstrichen, eine GTX 970 und kann alles auf Ultra in Full HD spielen. Für 4K ist das nicht so leicht, aber 4K läuft, egal was ihr für einen PC habt, immer noch vergleichsweise scheiße, also stabile 60 FPS bei allem auf Ultra, werdet ihr mit keiner Grafikkarte aktuell schaffen. Auch gerade nicht mit SLI, weil SLI, also SLI, für die, die es nicht wissen, ist, wenn ihr zwei Grafikkarten besitzt, die, also seit Windows 10 gibt es eh, wenn ihr mehrere Grafikkarten besitzt, könnt ihr die kombinieren mit DirectX 12. Aber abgesehen davon, wir machen jetzt einfach mal den Sinnwitzenweg. Wenn ihr zwei exakt gleiche Grafikkarten, kauft, also meine, wenn ich meine GTX 970 nochmal, ich habe die von MSI, die grüne Millennium Edition, ich denke mal, die rote würde auch gehen, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit SLI da nicht so aus, ich habe es noch nicht ausprobiert. Darf ich jetzt mal die Karte, danke. Dann
Ich habe wieder mit einem Satz aufgehört zu denken, das war blöd.